Galerie Rauminhalt. Unter Vorbehalt. Die Fadeninstallation, die wir hier haben, die haben wir schon öfter mal gemacht. Was dabei für uns auch spannend ist, dass jedes Mal die Installation unterschiedlich ausfällt. Und dieses und das Beste an diesen Teilen ist, dass es eigentlich das Nichts trennt. Also das Nichts ist in dem Fall ein Faden, sind sechs bunte Fäden, die einen Raum gliedern. Eine Masse an Nichts füllt sich und nimmt den Raum ein. Aber was hier neu in der Installation ist, ist diese kleine Anspielung auf die momentane Situation und auch auf die Religion, weil wenn man dieses Bild betrachtet, dann haben wir die Teilung dieser kommerziellen Verarbeitung von Fäden und allem mit dem sehr wohl auch dem Zen-Buddhismus oder so einer Konzentration, die also hier geteilt ist. Das haben wir natürlich schon absichtlich so bedacht bei dieser Sache. Diese kleinen nennen wir Krone, das sind einfach Kronen. Und die Ergebnisse, die großen, sind die Ikonen. Ja, was uns aufgefallen ist, dass da eigentlich eher negative Inhalte transportiert werden. Das ist Abziehen der Ressourcen, so mentale Ressourcen oder physische Ressourcen weltweit, die dann punktuell irgendwo bei einzelnen Menschen zusammenkommen. Also verdichtet werden. Es endet dann wieder in Schönheit, in Ästhetik. Was eigentlich, was wir nicht unbedingt wollen, aber hat sich so ergeben. Ich meine, was bei der Installation ja schön ist, ist ja auch die Langsamkeit. Es ist einfach, weil es so beharrlich ist. Es hört nie auf, sich zu drehen. Und eben durch dieses stete, langsame sich Bewegen werden die Kone zu diesem, kann er zu einem Icon werden. Wenn das jetzt nicht so permanent, das liegt die Kraft in der Permanenz hier. Also so kann man das leider auch sehen. Permanenz. Ja. Unentrennbarkeit. Du musst dir daran müssen. Unentrennbarkeit. Also das Ganze ist sehr beruhigend. Ich empfinde es so. Pi hört nie auf. Wann gibt es endlich auf, das Pi? Aber die beiden sind Relikte, Rest oder Ergebnisse von einer Installation, die wir 0 und 1 Rosinen im Pi-Kuchen genannt haben. Aber die Geschichte des binären Codes, ich weiß gar nicht, Wolfgang, du bist der Mathematiker, wie alt ist die Geschichte des binären Codes? Ich bin kein Mathematiker. Macht nichts. Hast du was anderes erwartet? Ja, ich habe mir was anderes erwartet und du darfst auch jetzt nicht, weil in Zeiten wie diesen müssen wir diese Wand zwischen uns behalten. Was eigentlich Malerei ist und keine Wand. Ein Filter. Über die Kompliziertheit der Benennung einer Ausstellung. Wenn etwas was heißt, was heißen soll, wie soll man das benennen? Heute haben wir schon das Problem gehabt, wie wir das benennen sollen. Und der Wolfgang hat es dann zernetzt. Zernetzt. Das heißt zernetzt. Ich weiß, es heißt jetzt zernetzt, genauso wie diese Ausstellung heißt. Was? Ganz ohne Titel.